Willkommen zurück zur Rheinzeit, liebe Zuschauer. Da sind wir auch wieder. Und wir versetzen Sie jetzt quasi ja, erst einmal zurück in Ihre Schulzeit. Denn ich bin mir sicher, er lag auch bei Ihnen auf dem Tisch, Goethes Faust. Derzeit pilgern ein paar Dutzend Menschen in die Kölner Altstadt, um ihn auf der Bühne zu sehen. Und ihn, damit meine ich meinen nächsten Gast. Herzlich willkommen, Peter Vogt. Er spielt sozusagen ja, Goethes Faust als Solostück derzeit auf der Kölner Bühne. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag, Frau Kreuz. Vielleicht wollen wir doch noch mal ein wenig die Leute mitnehmen in die Zeiten, in die Schulzeiten, weil da ist wirklich jeder musste ran an den Faust. Worum geht es eigentlich in dem Stück? Es geht um Liebe. Um Liebe zu sich selbst, die der Goethe dem Faust verloren gegeben hat. Faust will sich selber umbringen, tut er dann doch nicht. Dann verliebt er sich in einen Hund, der wird zum Mephisto. Dann ist der Mephisto der Diener des Faust. Und verführt ihn, insoweit wieder Interesse an Frauen zu haben, dass er alles Mögliche für sie tut. So begegnet er dem Gretchen und stürzt das Gretchen ins Unglück, könnte man sagen. Ein Stück Weltliteratur, ganz kurz und knapp zusammengefasst. Jetzt habe ich gerade gesagt, ja, das Ganze ist wirklich ein Solostück. Sie spielen mehr als 10 Rollen alleine auf der Bühne, unter anderem natürlich auch den Faust und seinen Gegenspieler Mephisto. Ist das nicht eine unglaubliche Herausforderung? Wie geht man daran als Schauspieler? Bei der Sache war es insoweit ziemlich einfach, dass ich dem Text vertraut habe. Und in dem Moment, wo ich glaubwürdig den Text formuliere, bin ich eigentlich die Figur, die den Text spielt und spricht. Das heißt, wenn ich das Gretchen spiele und sage, versprich mir, Heinrich, und er sagt, was ich kann, nun sag, wie hast du es mit der Religion, dann bin ich in dem Moment das Gretchen. Und braucht da gar nicht mehr großartig drüber nachzudenken, wie denn Gretchen zu sein hätte, wenn und dann und wann. Jetzt habe ich schon einen kleinen Eindruck bekommen. Wir haben auch einen Beitrag vorliegen, der jetzt noch mal zeigt, wie das Ganze dann live auf der Bühne aussieht. Gerne. Bin wieder Fräulein, wieder schön. Kann ungeleitet nach Hause gehen. Ach, seh sie nur. Ach, schau sie nur. Und diese Glut, von der ich brenne, unendlich, ewig, ewig nenne. Es war nach meines Vaters Tod geboren. Die Mutter gaben wir verloren. Liebchen, der Tag graut. Tag. Ja, es wird Tag. Wie sieht denn das Publikum bei uns hier in Köln aus? Also wer schaut sich das Stück derzeit an? Für wen ist das eigentlich geeignet? Holländer kommen zum Beispiel. Waldorflehrer aus Holland kommen nach Köln, um sich hier den Faust anzugucken und übernachten dann im Hotel entsprechend. Es kommen Leute aus dem Westerwald, aus Solingen, aus überall her, auch Kölner kommen. Junges und altes Publikum, also Eltern mit ihren Kindern, Eltern mit ihren Großeltern und den Kindern und Enkeln. Also es ist eine gemischte Sache, die wohl generationsübergreifend interessant ist. Jetzt haben wir schon verbindet viel, die Generation. Die verbindet, sehr schön. Das ist natürlich das, was es auch ja, soll, ein Theaterstück. Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen. Das Wichtigste haben wir noch gar nicht gesagt. Wo kann man Sie denn auf der Bühne sehen? Wo kann man Also ich den bin Faust einigermaßen sehen? Unterwegs auch, bin aber jeden Sonntag um 16 Uhr in der Kölner Altstadt. Im Hotelrestaurant das kleine Stapelhäuschen. Fischmarkt 1 bis 3, 16 Uhr, jeden genau. Sonntag. Und Karten kann man auch überall natürlich bekommen. Und, kann man überall nicht bekommen, sondern im Stapelhäuschen kann man es bekommen und unter Telefon 311648. Genau, das haben wir auch nochmal eingeblendet, sowie die Homepage, da kann nichts schiefgehen. Nein. Herr Vogt, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch und wünsche alles Gute für kommenden Sonntag. Danke. Dankeschön.